Euromax Highlights. Höhepunkte der Woche. Im Studio Maike Krüger. Hallo aus Berlin. Sie werden gleich nicht nur doppelt sehen, sondern sogar dreifach. Versprochen. Hier sind unsere Themen heute. Vor dem Start. Leila, Lina und Lili Luike aus Estland treten bei den Olympischen Spielen an. Hinter den Kulissen. So wohnt die deutsche Fußballnationalmannschaft während der EM. Und La Dolce Vita. Der Gardasee in Italien ist ein beliebtes Reiseziel. Nicht alle Top-Sportler in Europa sind mit ihren Gedanken bei der Fußball-EM. Einige konzentrieren sich in diesem Sommer voll und ganz auf die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Die starten am 5. August und erstmals in der Geschichte werden eineiige Drillinge in einer Disziplin gemeinsam für ein Land antreten. Leila, Lina und Lili Luik haben sich alle drei für den Marathon qualifiziert und gehen für Estland ins Rennen als Gegnerinnen. Eins, zwei oder drei? Diese Frage stellt sich für Lina, Leila und Lili Luik nicht. Die Drillinge machen fast alles zusammen. In ihrer Freizeit ebenso wie als Profiathleten in einer echten Einzelkämpferdisziplin. Marathon. Mit diesem besonderen Sportsgeist haben sich gleich alle drei für Olympia qualifiziert. Das war unser Traum und ist auch eine wirklich schöne Überraschung. Wir sind zu dritt und damit auch unsere stärksten Unterstützer. Wir geben uns so viel Energie. Und das hat alles noch ein bisschen gesteigert. Tartu, eine Universitätsstadt im Osten Estlands mit rund 100.000 Einwohnern. Hier lebt und trainiert das Trio. Die Luik sind zum Aushängeschild ihres Sportvereins geworden. Dabei sind sie als Marathon-Profis Spätzünder. Erst 2010 beginnen die heute 30-Jährigen mit dem Laufen. Ihr aktuelles Trainingspensum? 150 Kilometer pro Woche. Wir haben sehr spät mit dem Profisport angefangen. Wir waren schon 24 Jahre alt. Und das entspricht auch unserem Motto. Es ist niemals zu spät, beruflich das zu tun, wovon man träumt. Professional and something what you dreamed of. Und ihr Traum wird schnell wahr. Auf nationaler Ebene erzielen sie als Langstreckenläuferinnen bald Erfolge, gewinnen Landesmeisterschaften. Sie arbeiten härter, wie hier im Trainingslager im afrikanischen Kenia. Unter dem Slogan Trio to Rio nehmen sie die Sommerspiele in Brasilien ins Visier. Als erste qualifiziert sich Lina 2015 bei der WM in Beijing. Dann folgen Lili in Valencia. Und in diesem Jahr Leila beim Hamburg-Marathon. Dass gleich drei Schwestern für eine so kleine Nation wie Estland zu den Olympischen Spielen fahren und dann auch noch am selben Wettkampf teilnehmen, ist natürlich sehr aufregend und interessant. Und jeder will mehr über diese Mädchen erfahren. Als eineiige Drillinge sind Leila, Lina und Lili es gewöhnt, Aufmerksamkeit zu erregen. Nicht nur als Kinder sind sie ein beliebtes Fotomotiv. Auch später, etwa bei ihrer Arbeit als Rettungsschwimmer oder beim Tanzen, ihrer anderen großen Leidenschaft. Mit den Erfolgen erkennen auch Sponsoren das Potenzial des Trios als Werbeträger. In sozialen Netzwerken sind die Luik sehr umtriebig, posten und bloggen. Da sie als erste Drillingsathleten einer Disziplin olympische Geschichte schreiben könnten, reißt sich nun die internationale Presse um sie. Wir leben wie ganz normale Leute und machen nach wie vor dasselbe. Unseren Sport, das Laufen, das, was wir lieben. Warum also so viel Aufmerksamkeit? Manchmal ist das ein bisschen nervig, aber wir müssen damit umgehen können. Andererseits ist es natürlich auch gut, so bekannt zu sein. Fans zu haben. Fans, die uns folgen. Die Schwestern verbringen viel Zeit zusammen, wohnen aber getrennt. Leila, hier in der Mitte, lebt mit ihrem Freund in einem typisch estnischen Holzhaus. Eines ihrer vielen Hobbys? Malen. Nach ihrer Profikarriere wollen die drei unbedingt weiter zusammenarbeiten, eine Galerie eröffnen oder Trainerinnen werden. Getrennte Wege zu gehen, unvorstellbar. Wir kennen uns einfach so gut, dass es leicht ist, gemeinsam etwas Neues anzufangen, beispielsweise ein eigenes Unternehmen zu gründen, denn wir sind so sehr so gut aussehend. Ja, und wir sind beste Freunde.
Die Chancen auf eine olympische Medaille sind aber eher gering. Die Bestzeit von Leyla, der schnellsten im Trio, liegt bei 2 Stunden 37 Minuten und 11 Sekunden. 20 Minuten über dem Weltrekord, das dürfte nicht reichen. Trotzdem trainieren die Luiks hart. Schließlich gehen sie in Rio de Janeiro als Konkurrentinnen an den Start. Wir sind nicht traurig, wenn nur eine Medaille gewinnt. Wir sind einfach nur stolz aufeinander, auf unsere Schwester. Es ist, als hätten wir alle drei etwas gewonnen. Mitte Juni beginnt die heiße Phase im Trainingslager in Italien. Brasilien ist für das Trio to Rio nur der erste Schritt. Sie peilen bereits die nächsten Olympischen Sommerspiele an, Tokio 2020. Die drei haben gerade einen guten Lauf. Die Europameisterschaft in Frankreich geht jetzt schon los und schon am Dienstag ist das deutsche Team im französischen Kurort Evian-les-Bains am Genfer See angekommen. Dort wurde ein ganzes Hotel für die Mannschaft und die Betreuer für die Zeit der EM gemietet. Für das Hotelmanagement ist das in mehrfacher Hinsicht natürlich ein lohnendes Geschäft, denn die Fußballer sorgen für gute Werbung. Wir durften uns schon vorab in den Räumlichkeiten umsehen. Ein riesiger Fußballschuh in den deutschen und französischen Nationalfarben schmückt den Ortseingang. Evian-les-Bains am Genfer See. Ein beschaulicher Kurort, in dem die deutsche Mannschaft abtauchen und Kraft tanken will. Während der gesamten Fußball-Europameisterschaft hat sie hier ihr Basislager. Trainer und Spieler logieren im Hotel Ermitage. Es wurde 1909 erbaut und liegt rund 125 Meter über dem Genfer See. Während der Euro 2016 ist das Hotel exklusiv für die deutschen Fußballer reserviert. Hoteldirektor Yannick Leeck freut sich. Das ist für uns ein Zeichen der Anerkennung. So etwas passiert nicht alle Tage. Und ehrlich gesagt sind wir wirklich sehr stolz. Ein 4-Sterne-Hotel mit vielen Vorzügen. Es ist sehr sicher hier, mit dem See auf der einen Seite und den Bergen auf der anderen Seite. Dann die Natur rund um das Hotel. Man glaubt, in einem Wald zu sein. Man kann die Vögel hören. Wir haben einen rund 15 Hektar großen Park. Und das Hotel selbst hat genau die Atmosphäre, die die Deutschen gesucht haben, mit familiärem Ambiente. Wir sind auf Familien ausgerichtet. Die Suiten für die Fußballer mit Blick auf den See oder den Wald. Yannick Leheck zeigt den Weg ins Restaurant. Der Küchenchef des Hotels wird hier mit dem Koch des DFB zusammenarbeiten. Die Mission ist, zu respektieren. Die Spieler sind stark gefordert und wir müssen die gewünschten Mahlzeiten bieten. Die Deutschen sind Athleten auf hohem Niveau und sie müssen sich so ernähren, dass sie gewinnen können. Ganz einfach. Ob am Billardtisch oder an der Bar, für Ablenkung ist gesorgt. Im Hotel gibt es auch ein Hallenbad. Trainieren können die deutschen Spieler im Stadion Camille Fournier, nur einen Kilometer vom Hotel entfernt. Im Rathaus von Evian-les-Bains laufen die Vorbereitungen für die spannenden Fußballtage. Wir haben rund ums Thema Fußball an den Wochenenden viel Unterhaltung für Kinder und die Öffentlichkeit organisiert, während der ganzen Europameisterschaft. Oberhalb des Ortes kann man zuschauen, wie die Mannschaft trainiert. Direkt daneben haben wir ein Pressezentrum für ungefähr 300 Journalisten eingerichtet. Die Europameisterschaft. Eine Gelegenheit, bei der sich Deutsche und Franzosen in Evian-les-Bains zwangsläufig näher kommen werden. Mir gefällt es, dass die deutsche Mannschaft hier ist. Dadurch entwickelt sich die Stadt weiter. Sehr erfreulich, denn hier fehlt es ein bisschen an Enthusiasmus. Mich interessiert das alles nicht, denn Fußball hat zu viel mit Geld und Geschäftemacherei zu tun. Über solche prestigeträchtigen Gäste können wir uns hier in Evian nur freuen. Das bringt Leben in die Stadt. Das verändert Evian ein bisschen. Interessant, hier eine internationale Mannschaft zu haben.
Die Euro 2016 rollt auf die kleine Stadt zu. Und Evian Le Bain hofft, dass es für das große Fußballereignis gerüstet ist. Wenn sich der dänisch-isländische Künstler Ólafur Eliasson, der die Welt mit seinen Installationen, mit seinen Lichtinstallationen verzaubert, plötzlich mit einem Kochbuch an die Öffentlichkeit wendet, dann ist das schon mehr als überraschend. Allerdings erklärt es sich ganz schnell, denn Pflanzen, so der Künstler, wachsen ja nur, weil es Licht gibt. Alles ist irgendwie miteinander verbunden. In seinem Berliner Studio trifft er sich jeden Tag mit seinem gesamten Team für ein gemeinsames Mahl. Seit dem Morgen herrscht Hochbetrieb in der Berliner Studioküche von Ólafur Eliasson. Bis zum Mittag muss alles fertig sein. Hier wird ausschließlich vegetarisch mit Bioprodukten gekocht. Heute auf dem Speiseplan Tabbouleh, ein orientalischer Salat, der mit Bulgur, Petersilie, Minze und Frühlingszwiebeln zubereitet wird. Dazu selbstgebackenes Brot und Mungo-Bohnensalat. Da kommen sonnengetrocknete Tomaten und Zucchini rein und Feta, ein bisschen Zitronensaft und Dill. Die Mittagspause lässt sich niemand entgehen. Das ganze Team kommt zum gemeinsamen Essen, jeden Tag. Essen als soziale Verbindung und Austausch von Ideen. Das ist ganz im Sinne des dänisch-isländischen Künstlers Ólafur Eliasson. Gerade hat er ein Kochbuch veröffentlicht. Ein echtes Gemeinschaftsprojekt. Dann irgendwann entschieden, lass uns doch die Rezepte so von Jahr, das Jahr über, lass uns das sammeln und wie so eine Art von Skizzenbuch daraus machen. Und dann können wir vielleicht diese Rezepte an die Angestellten oder an alle Leute hier geben und so als kleines Buch. Und so ist es entstanden. Ein Freund von mir, ein Grafiker, Andreas Koch, hat es dann ganz toll zusammengetan in engen Zusammenarbeit mit mir. Und der hat es so toll gemacht, weil der hat dann auch das Leben im Studio hineingebracht. The Kitchen ist viel mehr als nur ein Kochbuch. Es versammelt nicht nur Ideen rund ums Essen, sondern präsentiert das Studio Ólafur Eliasson. Es gewährt einen Einblick in die Arbeitsprozesse und blickt auf Projekte und Veranstaltungen zurück, bei denen Essen eine wichtige Rolle spielt. Also mir interessiert Essen ja auch vielleicht eher wissenschaftlich im Sinne von, wenn hier draußen ein Salatblatt oder ein Salatkopf da so steht oder der Sonne strahlt drauf und was passiert dann? Das ist ja wie ein Solarpanel, also, oder wie eine Batterie sozusagen. Die Sonne lädt diesen Salatkopf auf. Ja, also diesen Gedanken finde ich ganz gut. Das natürlich, das alles hat ja Konsequenzen, oder? Das Licht, der Energie, das Essen, wie wir essen. 2008 hat er das Studio in einer ehemaligen Berliner Brauerei und Schokoladenfabrik bezogen. Rund 100 Leute arbeiten hier, darunter Architekten, Künstler, Designer und Handwerker. Sie setzen die Ideen des Künstlers um. Ólafur Eliasson beschäftigt sich mit Naturphänomenen wie Wasser und Licht. 2003 bringt er die Sonne in die Londoner Tate Modern und begeistert mit dem Weather Project mehr als 2 Millionen Besucher. Für das Kunsthaus im dänischen Aarhus konzipiert er 2011 eine Art begehbaren Regenbogen. 3 Jahre später verwandelt er im Louisiana Kunstmuseum bei Kopenhagen mehrere Räume in ein ganzes Flussbett. Und mit der Solarlampe Little Sun möchte er all denen Licht geben, die ohne Stromanschluss leben. Da geht es um Energie, Verständnis und überhaupt Zugang zu Energie zu haben. Und das ist für mich eine sehr wichtige Frage. Aber da gibt es ja dann aber auch andere Arbeiten, wo das eigentlich über Farbwahrnehmung und eher Psychologie, Gestaltpsychologie, wie weiß ich, was für eine Farbe mich in welcher Sinneszustand beeinflusst und so. Und das interessiert mich dann auch. Der gesellige Aspekt ist für Ólafur Eliasson zentral. Das Essen sei sozialer Klebstoff, sagt er. Zu Besuch waren schon der chinesische Künstler Ai Weiwei und US-Schauspielerin Meryl Streep. Der Däne René Redzepi hat sogar schon mitgekocht. Für die Mahlzeiten müssen die Mitarbeiter nichts zahlen. Alle helfen beim Aufräumen. Das geht reihum. Bleibt Essen übrig, dürfen sie es mit nach Hause nehmen. Mir geht es ums gute Leben. Mit welchen Ethik gehe ich durch meinen Tag? Auch so im Alltäglichen. Und Kochen und Essen ist natürlich ein großer Teil davon, weil das muss ja wirklich jeder. Für Ólafur Eliasson ist Kochen Inspiration. Sein Buch erzählt davon und lädt ein, über Arbeiten und Essen neu nachzudenken.
Gute Idee. Der größte See Italiens liegt im Norden des Landes zwischen den Alpen und der Poebene, der Gardasee. Er ist schon seit Jahrhunderten ein Sehnsuchtsziel für Touristen. Schon der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe schwärmte Ende des 18. Jahrhunderts in seinem Buch »Die italienische Reise« von der Schönheit des Sees. Der hat viele Gesichter. Wir entdecken jetzt das Nordufer des Gardasees. Rund 370 Quadratkilometer ist er groß, der Gardasee im Norden Italiens. Umgeben von den Ausläufern der Alpen ist das Nordufer eine reizvolle Mischung aus schroffer Natur und malerischen Dörfern. Einer der bekanntesten Orte ist Limone sul Garda. Noch bis Ende der 1920er Jahre war das ehemalige Fischerdörfchen nur mit dem Boot zu erreichen. Franco Usardi hat sein ganzes Leben in Limone verbracht. Der 76-Jährige hat den ersten Touristenboom miterlebt. 1932, als Mussolini die Uferstraße Gardesana bauen ließ, hat sich der Tourismus hier entwickelt. Da, wo früher die ganzen Zitronenhaine waren, sind seit den 50er Jahren Hotels. In dieser Zeit wurde Limone sul Garda mit seinen romantischen Gassen und Plätzen zum Sehnsuchtsort vieler, vor allem der Deutschen. Ein kleines Museum an der Promenade erinnert an diese Anfänge. Für die Jugend des Ortes waren die Touristinnen aus Nordeuropa eine Offenbarung. Sie waren viel fortschrittlicher und offener als wir. Wir Jungs sind Schlange gestanden, um mit ihnen auszugehen, mit ihnen zu tanzen und sie kennenzulernen. Wir haben damit etwas zur Entwicklung des Tourismus beigetragen. Und wenn die Urlauberinnen dann nach Hause gefahren sind, haben sie von uns jungen Italienern geschwärmt. Sie haben uns die Latin Lover genannt. Limone sul Garda ist angeblich der nördlichste Punkt der Erde, an dem Zitronen wachsen. Einige der antiken Limonenhaine kann man noch besichtigen. Neben Zitronen ist Seefisch, frisch am Morgen gefangen in allen Variationen, die Spezialität in Limone sul Garda. Ob die Ernährung eine Rolle spielt? Ende der 1970er Jahre hat man bei einem Bewohner des Ortes ein besonderes Gen entdeckt, das für ein langes Leben. In seinem Blut hat man ein zusätzliches Gen gefunden, das das Fett aus dem Blut aufgenommen hat und dadurch konnte das Blut immer frei in den Venen und Arterien zirkulieren. Das verhindert Krankheiten wie Alzheimer oder Herzinfarkt. Jetzt gibt es in ganz Limone und wahrscheinlich weltweit 30 bis 40 Menschen mit dieser Gendeformation. Heute locken nicht mehr nur die jungen Italiener die Gäste an das Nordufer des Gardasees. Spezielle Winde machen das Wasser für Surfer und Segler zum Paradies. Mit der Seilbahn geht es auf der anderen Seite des Sees hoch auf den Berg Monte Baldo. Rund eine halbe Million Menschen besuchen jedes Jahr den 30 Kilometer langen Bergrücken. Bei gutem Wetter kann man bis nach Venedig blicken oder den Wind für einen Paragliding-Flug nutzen. Die Seilbahn geht vom Gardasee, der einer der schönsten Seen Europas ist, hoch zum Monte Baldo auf rund 1800 Meter. Von 0 auf 1800 in den sogenannten Garten Europas des Monte Baldo. Am Fuße des Monte Baldo liegt Malcesine, nach Limone sul Garda einer der bekanntesten Orte am Nordufer. Perle des Gardasees wird der kleine Ort genannt, der mit seinen mittelalterlichen Gassen und Bauwerken schon vom deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe im 18. Jahrhundert in seinem Buch »Die italienische Reise« verewigt wurde. Die Scaliger Burg aus dem 14. Jahrhundert zeigt inmitten Malcesines die reiche Kultur der Gegend. Goethe wurde, quasi als erster deutscher Tourist, hier mit einem Denkmal geehrt. Und natürlich, er hat immer gemalt und gezeichnet, weil da war kein Fotoapparat in die Zeit. Ja. Und die haben gemerkt, er ist ein Spion natürlich. Und die wollte ihn in Gefängnis auf der Burg stellen, aber einer von Malcesine war Waiter in Frankfurt. Und er hat gesagt, nein, das ist ein bekannter Dichter und so weiter. Ja.
Und er hat freigelassen und er hat gewohnt am Hafen. Wenn der Abend beginnt in Malcesine, dann kann man sie am besten spüren. Die Magie, die den Gardasee seit Jahrzehnten zum Sehnsuchtsort macht. Als Kind, da habe ich mal gedacht, Erwachsene sind ja wirklich arm dran. Zu ihren Geburtstagen bekommen die immer nur doofe Geschenke und die wenigsten sind hübsch verpackt. Ja, und heute sorgen die Erwachsenen selbst dafür, dass sich das geändert hat. Zum Beispiel mit dem Geschäftsmodell der Abo-Beauty-Boxen. Da werden den Kunden regelmäßig Überraschungspakete nach Hause geliefert. Und viele filmen sich selbst beim Auspacken dieser Geschenke. Diese Unboxing-Videos sind im Internet ein Hit. Beauty-Abo-Boxen. Das sind Wundertüten für Erwachsene. Yvette Alemdar packt eine Luxury-Box aus. Für knapp 50 Euro bekommt sie 6 bis 8 Produkte verschiedener Kosmetikhersteller. Was genau in der Box ist, weiß sie vorher nicht. Neugierige Kunden können aber auf der Website nachschauen, welche Produkte momentan zur Auswahl stehen. Boxen haben so ein bisschen was von Weihnachten, so mitten im Jahr. Je nachdem, was du für ein Abo hast, wirst du halt mehrmals im Jahr überrascht. Und das ist halt das Coole, dass es so ein bisschen die Freude drauf ist, die Spannung und dann noch hübsch verpackt. Also das perfekte Geschenk für zwischendurch an dich selbst. Die Birchbox aus den USA war 2010 die erste Beauty-Abo-Box auf dem Markt. Mittlerweile gibt es eine große Auswahl an Anbietern, auch aus Deutschland. Das Prinzip? Der Kunde schließt ein Abo ab und bekommt dann etwa einmal im Monat eine Überraschungsbox zugeschickt. In einem persönlichen Profil können Haut- oder Haartyp angegeben werden. Und natürlich gibt es auch Angebote für Männer. Was ich nicht machen darf als Hersteller, ist zum Beispiel minderwertige Produkte, kleine Packungsgrößen, eigentlich Probepackungen in die Boxen packen, Sachen, die nicht exklusiv sind, die nicht sehr begehrt sind. Das darf ich nur einmal machen. Also den Fehler verzeiht mir der Kunde nicht. Seit 2011 verschickt Glossybox aus Berlin Überraschungspakete mit Kosmetikprodukten an mittlerweile mehr als 250.000 Abonnentinnen in 10 Ländern. Bei Glossybox steht jede Box unter einem Motto, passend zur Jahreszeit oder zu Anlässen, wie dem Valentinstag. Besonderen Wert legt das Unternehmen auf das Design der Box. Der Moment des Auspackens ist schließlich entscheidend. Wir haben 4 Schritte, um eine Box zu öffnen. Das fängt an mit dem Deckelheben, der Schleife, das Magazin öffnen, da sieht man dann, oder rausziehen, da sieht man dann sofort das Thema. Man hat schon die Spannung und dann muss man erst das kleine Sticker öffnen und hat noch das Papier. Also der ganze Moment des Erlebens wird darauf sehr, sehr stark auch ausgerichtet. Ein entscheidender Erfolgsfaktor für das Geschäftsmodell Beautyboxen, Bloggerinnen, die sie in YouTube-Filmen auspacken. Solche Unboxing-Videos sind beliebt. Erfolgreiche Bloggerinnen haben bis zu 500.000 Abonnenten. Die Firmen stellen ihre Boxen teils kostenlos zur Verfügung, auch wenn nicht jedes Urteil positiv ausfällt. Gut, diesen Monat bin ich leider nicht ganz so zufrieden. Fühlt sich sehr, sehr butterweich an, also der schmilzt richtig. Und hätte 10 Euro gekostet. Also Leute, Wahnsinn! Die Blogger spielen eine ganz wichtige Rolle bei der Vermarktung dieser Produkte. Viele junge Frauen vor allen Dingen informieren sich über Kosmetik fast ausschließlich nur noch über YouTube-Blogs, also über Videos, die sie regelmäßig gucken, die sie abonnieren, wo sie jede Folge gucken. Und für die Hersteller macht es natürlich absolut Sinn, diesen Bloggern ihre Produkte zuzuschicken und zur Verfügung zu stellen, um sie eben auszupacken und zeigen zu lassen. Auch Yvette Alemdar betreibt ihren eigenen Videoblog, einfach Yvette. 2 Videos dreht sie im Durchschnitt pro Woche. Ich würde 9,99 Euro kosten. Dabei geht es ihr vor allem darum, ihren Zuschauern einen Ort zum Wohlfühlen zu bieten, bei dem der Alltag außen vor bleibt. Diese Kommunikation, ich beschäftige mich auch super gerne mit Technik, das ist so das Bündel. Und dann noch Beauty, also das ist so alles in einem für mich. Ne? Und dann so ein Feedback auch zu kriegen von Menschen, die das gucken. Das ist einfach so nah und so wie Freundinnen, nur online. Und man kann auch immer mal einen Ratschlag abholen. Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Heute geht es mal wieder um die Glossybox. Abo-Beauty-Boxen funktionieren, solange sie ihren Kunden jeden Monat wirklich Neues bieten. Geschenke auszupacken oder anderen dabei zuzuschauen, macht schließlich fast allen Spaß.
Aber es wirkt wie ständig Geburtstag feiern, bei dem man seine Geschenke selbst organisiert hat. Naja, wem es Spaß macht, warum nicht? Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.